Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den häufigsten Fehler, welcher dazu führt, dass die Teigknetmaschine mit abnehmbaren Kessel der Serie TMP nicht startet, beheben können. Oft kommt es vor, dass sich der Magnetsensor, welcher sich im hinteren Bereich befindet, während des Transports gelöst hat. Zunächst müssen Sie den Kessel abnehmen, indem Sie den Verschließmechanismus lösen. Die Symbole geben einen Hinweis, in welche Richtung Sie den Mechanismus drehen müssen. Nach dem Entfernen des Kessels finden Sie den Magnetsensor im hinteren Bereich. Die Imbusschraube lösen und anschließend den Sensor ein wenig herausziehen. Anschließend die Schraube wieder anziehen und den Kessel montieren. Nun sollte die Maschine starten. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Erklärvideo weiterhelfen konnten. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren, per Mail oder Telefon. Wenn Sie jetzt auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung klicken, gelangen Sie direkt zu unserem Webshop. Außerdem finden Sie dort eine Übersicht von unseren Social Media Plattformen. Bis zum nächsten Mal!